Hier in der Kläranlage zu Montpellier hat sich die Situation wieder verbessert. Der leitende Klärwärter, der Heinz Hauser, hat genug Eisenchlorid auf Lager. Wir haben einen Moment lang ein Problem gehabt, dann mussten wir 4 Wochen lang ausweichen müssen auf ein Ersatzprodukt. Aber jetzt ist wieder die Lieferkette intakt. Wir kommen das über wie vorher. Das Eisenchlorid ist unter anderem wegen dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise knapp. Eine angespannte Lage. Trotzdem schlägt die Kantone keinen Alarm oder Kanton Bern nicht. Aktuell macht man die Situation im Kanton Bern noch keine Sorgen. Die Situation ist aus Sicht Kläranlage handelbar. Es ist genug Fällmittel da. Der Kanton behaltet die Situation im Auge wie auch die Kläranlagen. Es gibt eine Alternative, falls die Versorgung mit Eisenchlorid wieder ausfallen sollte. Aber das ist mit Kosten verbunden. Das Eisenchlorid kann man natürlich explizit für uns herstellen, aber dann explodieren halt die Kosten. Dann kostet es vielleicht doppelt so viel, was es heute kostet. Der Verband der Schweizer Abwasserfachleute führt aktuelle Umfrage bei den einzelnen Kläranlagen durch. Die Gesamtbilanz der knappen Situation wird voraussichtlich Ende Jahr bekannt sein.